Heute geht es um den Inhalt des Dramas Wojciech von Georg Büchner. Für alle, die wissen wollen, was den armen Soldaten Wojciech dazu bringt, nur Erbsen zu essen und seine geliebte Marie zu töten, ist dieses Video genau richtig. Starten wir! Halt, stopp! Bevor wir zum Inhalt kommen, eine kleine Vorbemerkung. Das Drama Wojciech ist ein sogenanntes Dramenfragment. Das heißt, dass es noch nicht fertig war, als Georg Büchner 1837 starb. Büchner hatte mit dem Drama 1836 begonnen und nach seinem Tod fand man handschriftliche Fragmente ohne eine von Büchner festgelegte Reihenfolge. Die unvollendete Dramenfassung besteht daher aus 27 Szenen, die in verschiedenen Ausgaben unterschiedlich angeordnet und als lockere Episodenfolge zu sehen sind. Der grundsätzliche Inhalt des offenen Dramas, welches das weltweit am meisten aufgeführte Drama der deutschen Literaturgeschichte ist, bleibt aber gleich. Im Mittelpunkt des Dramas steht der 30-jährige einfache und mittellose Soldat Friedrich Johann Franz Wojciech, meistens aber nur Franz oder Wojciech genannt. Er unterstützt mit dem geringen Soldatensold seine geliebte Marie Zickwolf und ihr gemeinsames uneheliches Kind Christian. Da das Geld nicht ausreicht, sucht er nach einer anderen Einnahmequelle und findet zwei Nebenjobs. Er rasiert den Hauptmann und lässt sich auf ein riskantes Experiment des Doktors ein. Wojciech muss für dieses Experiment eine Erbsendiät machen und ausschließlich diese Hülsenfrüchte essen. Der Hauptmann und der Arzt nutzen Wojciech physisch und psychisch aus. Sie demütigen ihn und blamieren ihn sogar öffentlich. Wojciech ist durch die Erbsendiät körperlich geschwächt und die Mangelernährungen sowie die Demütigungen schwächen seine sowieso bereits angeschlagene Psyche. Zur gleichen Zeit erliegt seine geliebte Marie dem Charme des attraktiven und selbstbewussten Tambourmajors, der Wojciech sowohl körperlich als auch in seiner repräsentativen Position bei der Armee überlegen ist. Der Tambourmajor schenkt Marie Ohrringe, um sie zu erobern. Als Wojciech die Ohrringe entdeckt, erfindet Marie eine schwache Ausrede. Wojciech schöpft Verdacht und seine Eifersucht ist geweckt. Als er die beiden beim Tanzen im Wirtshaus beobachtet, sieht er seinen Verdacht bestätigt. Rasende Eifersucht verschlimmert Wojciechs bereits äußerst labile Verfassung noch mehr. So glaubt Wojciech in seinen Wahnvorstellungen innere Stimmen zu hören, die ihm befehlen, Marie zu töten. Da sein Geld für eine Pistole nicht ausreicht, kauft er ein Messer. Bei einem abendlichen Spaziergang im Wald ersticht er Marie am Ufer eines Sees. Nach dem Mord an Marie flieht er ins Wirtshaus, wo er sich jedoch durch Blutspuren an seiner Hand und seinem Ellenbogen verrät. Wojciech kehrt an den Tatort zurück, um die Tatwaffe zu finden und sie im See zu versenken. Wenig später wird Maries Leiche entdeckt. Wojciech kehrt noch einmal nach Hause zurück, um sein Kind zu sehen, das sich aber von seinem Vater abwendet. Wojciech schickt es entsetzt fort. Am Ende des Dramas bleibt Wojciech völlig allein zurück. Soweit zum Inhalt des Dramas Wojciech. Möchtest du mehr über Georg Büchners bekanntestes Werk erfahren? Zum Beispiel über die einzelnen Figuren? Dann tippe oder klicke hier links. Mehr Infos zu anderen wichtigen Dramen findest du in unserer Playlist. Abonniere uns also gern und bis bald. Ciao!